schon die Habsburger bis ins 20. Jahrhundert Urlaub machten, da kann es eigentlich nur schön sein. Und so ist es. Istrien, das kleine Landdreieck im Nordwesten Kroatiens, liegt mitten in der Adria. Unter der mediterranen Sonne lässt es sich hervorragend Urlaub machen. Unsere Beispieltour fahren wir im recht kleinen Wohnmobil. Das Bett immer dabei und es geht auch mal ein spontaner Abstecher, ohne gleich alle Buchungen verschieben zu müssen. Wir halten uns an die Westküste der Halbinsel. Von Umag aus geht es allerdings zunächst ein kleines Stück ins Landesinnere nach Grosnjan. Ein typisches kleines Dorf mit langer Geschichte, die zurückreicht bis ins 12. Jahrhundert. Mitte der 1960er Jahre durften Künstler hier unentgeltlich wohnen, wenn sie sich um den Erhalt der Häuser kümmern. Noch heute sind viele Bewohner Künstler und verkaufen ihre Werke in kleinen Galerien in den nicht ganz so heißen Gassen. Wirklich kunstvoll sind übrigens auch die hier in Istrien wachsenden Trüffel. Die Suche nach dem seltenen Pilz kann man hier buchen, zum Beispiel mit Stella und Lola, den beiden Hunden von Ivica Kalcic. Der Mit-60er ist eigentlich Musiker, für Touristen und sich selbst sucht er allerdings auch Trüffel, wie die meisten Einwohner hier. Besonders die weißen Trüffel werden nachgefragt und innerhalb von 48 Stunden frisch in die ganze Welt geschickt. Der größte jemals hier gefundene Edelpilz wog 1,3 Kilogramm, damals Weltrekord. So groß wie zwei Fäuste von Ivica. Die im Sommer gefundenen günstigeren schwarzen Trüffel kosten makellos 400 Euro das Kilo. Sie sind eben das Gold Istriens. Reisen in Istrien hat überhaupt viel mit Kulinarik zu tun. Überall brutzelt ein Spanferkel am Straßenrand und lädt zur Pause ein. In den Restaurants gibt's natürlich frischen Fisch und Meeresfrüchte. Lokale Zutaten sind Olivenöl, Honig und natürlich Trüffel. Dazu stellen die Winzer Istriens hochwertige Weine her. Malvasia ist die vielleicht bekannteste Traube der Region. Wer dann den Leckereien zu sehr zugesprochen hat oder allgemein eher Aktivurlauber ist, der hat's in Istrien ebenfalls leicht. Italienische Radsportbegeisterung schwappt rüber, Wassersport ist natürlich bei Sommerhitze viel schöner. Vom Tauchen und Schnorcheln bis zum gemieteten Jetski. Auf den meisten Campingplätzen am Wasser gibt's ein entsprechendes Angebot. Beschaulicher und traditioneller die Batana-Bootsfahrt rund um Rovinje. Das mittig im Westen an der Halbinselküste gelegene Städtchen ist vielleicht das bekannteste Abbild von Kroatien, zusammen mit den traditionellen Fischerkähnchen, denen hier sogar ein Museum gewidmet ist. Übrigens, bei diesen Bildern schwer vorstellbar, aber Rovinje bietet auch das vor allem von jungen Leuten oft so dringend benötigte Nachtleben. Urlaub für jeden Geschmack. Selbst Campingplätze bieten vom kleinen Stellplatz bis zum modernen Mietbungalow praktisch die ganze Bandbreite. Ob im Sommer für Familien oder zum Beispiel im Herbst für Naturfreunde und Ruhesuchende.